früh. Heute Abend. Wir sind ein paar Minuten zu früh fertig. Hey. Machen wir nun. Oh, mein Papierkorb. Moment mal. Vielleicht habe ich noch was, was ich weggeschmissen habe. Nein, das hat der Kuli gemacht vorige Woche. Ne? Ja. Jetzt ist diese Zeit von goldenen Bildschirmen und Bambis und goldenen Kameras und goldenen Schallplatten. Ich mag einfach so was. Eine demoskopische Umfrage von Tür zu Tür. Was sehen Sie am liebsten im Fernsehen? Das ist ja ein tolles Thema. Ich kann das mal eine Umfrage machen. Wo fange ich an? Ich fange hier mal an. Entschuldigen Sie, wen sehen Sie am liebsten im Fernsehen? Wie bitte? Lou van Burg gibt's nicht mehr im Fernsehen. Guten Abend, guten Abend, meine Damen, meine Herren. Guten Abend, guten Abend, meine Freunde nah und fern. Ich freue mich wieder hier zu stehen, ein wunderbares Wiedersehen. Ich lag fast 2 Jahre auf Eis. Ah, wissen Sie noch, wie ich heiß? Hallo, Freunde! Hallo! Hallo, Rudi! Hallo, Lou! Wo ich bin und was ich auch tu. Er bleibt stets der Herzlich willkommen. Wunderbar, bei dir zu sein, freue mich sehr. Eine große Überraschung. Ja, so, aus der Tür. Für beide, so. Kleine Treppe. Wir konnten dir nicht eine große Treppe anbieten mit viel Ballettmädchen. Und ich möchte eben mit dir. Das ist die schönste Treppe meines Lebens. Ja? Das, ja? Das ist fein. Und als Sessel kann ich nichts anderes anbieten als 2 Mühlheimer hier in der Straße. Oh, wunderbar. Ist das nicht schlecht? Ja, schön. Dann sitzen wir uns hier. Ich hier? So, ja, hier, wenn du diesen nimmst. Bequem. Hallo, ich brauche nicht zu fragen, wie es dir geht. Ich habe sehr viel gelesen, dass du. Du machst viel, du hast in Holland eine Fernsehserie. Und du hast Filme gemacht. Ja. Und du bist auch Schauspieler hier in Deutschland. Bist du, hast du in Schauspieler? Ja, ich habe hier Theater gespielt, ja. Wie heißt das Spiel, was du hier... Gott, bist du schön! Nein, das ist der Anfang dieses Stückes, weißt du. Das heißt Mädchen in der Suppe. Mädchen in der Suppe? Ja, und da fängt man mit Gott, bist du schön. Ich dachte schon, du hast mich gemeint. Oh nein. Und Lou, was machst du eigentlich anschließend? Was machst du in der Zukunft? Na, von hier gehe ich nach Hongkong. Hongkong. Ich mache dort eine Spielschau. Mit Schießen und so, weißt du? Spielschau. Oh ja? Ja, wie immer in Hongkong. Ja, und sprichst du dann Chinesisch? Na ja, du weißt genau, wie ich. Man kann in Hongkong auch Englisch sprechen. Ne? Das ist Englisch. Aber Chinesisch braucht man sowieso in der Schau. Ja, doch, ich habe es ein bisschen gelernt in den letzten Tagen. Ja? Zum Beispiel, mal sehen, was habe ich gelernt? Ping Pong Pang! Was heißt das? Das ist, Kimmelkorn an! Ah. Und hast du in Deutschland noch etwas? Ja, anschließend dann ist die Saison vorbei in Hongkong und dann gehe ich nach Bayreuth. Da fängt die Saison in Bayreuth an. Da, habe ich die Hauptrolle übernommen in Den fliegenden Holländer. Aber hast du dann noch Zeit für deine kleine, niedliche Tochter? Ach, Jasmin. Oh Gott. Das war eine große Liebe, weißt du, meine kleine Jasmin. Gott, ist die schön. Ja. Weißt du, böse Zungen behaupten, dass sie mir ähnelt. Aber möchtest du auch noch mal einen Sohn haben nachher, Bruch? Ein Sohn? Ach, weißt du, diese Mühe für so ein ganz kleines Stückchen mehr. Ah. Also. Ja, ich meine, das kommt noch. Kann sich auch verlassen. Ja. Ja, na, aber dann werde ich, wenn es ein Junge wird, dann werde ich natürlich nicht Jasmine nennen, so, das ist eine duftende Blume. Aber zum Beispiel Alexander, so wie der Sohn unserer Kronprinzessin. Alexander, oder dann später, wenn er ein bisschen älter ist, dann nenne ich ihn Ali Ben Lou. Weißt du? Ali Ben Lou, ja, Ali Sohn von Lou. Ali Ben Lou ist doch ein mohammedanischer Name.
Doch, doch, der wird dann eine mohammedanische Erziehung bekommen. Warum? Na ja, der wird eines Tages bestimmt im Fernsehen auftreten wollen, nicht? Genau wie sein Vater dann. Und dann ist er Mohammedaner, da kann er sich 5 Frauen leisten. Der wird ihn nie gefeuert. Wie fühlst du dich als Vater so? Das ist ein wunderbares Gefühl, weißt du. Vater, erste Mal. Man hat so das Gefühl, der erste Mann in der Weltgeschichte zu sein, der Vater geworden ist, weißt du. So, man fühlt sich so, wie soll ich sagen, biologisch wertvoll. Ja, biologisch wertvoll. Hast du das nach, wenn du so an Kinder denkst, dass du denkst von, vielleicht werden die auch noch mal so stars wie wir? Also, dass die, mach mal so, oder wie Heintje, Kinderstars. Dass die Heintje? Also, Gott, singt der schön. Nee, maar, möchtest du, dass dein Sohn ein Star wird dann wie Heintje zum Beispiel? Doch, ja. Ich muss sagen, ich finde Heintje unwahrscheinlich nett. Das ist ja nett. Das ist jung. Das Einzige, was ich als Künstler dagegen habe, das ist, dass man spricht nur noch von Heintje. Neem alle Zeitschriften, Zeitungen, es ist alles Heintje. Schon? Funk, Schallplatte, Heintje. Alles is Heintje. Heinrich Heinestraße heißt jetzt Heinrich Heintjestraße. Alles. Es geht jetzt um Herr Schröder oder Herr Heintjemann. Oh, alles is Heintje im Moment. Aber es ist ein netter Junge. Hast du mit ihm gearbeitet? Doch, das ist wohl erzogen. Ein bisschen kurz gehalten von seinem Vater, er bekommt nicht viel Geld. Ja, doch, ich habe mit ihm gearbeitet. Eines Tages waren wir, in irgendeiner Stadt, hatten wir einen Galaabend. Und da kam ich in die Garderobe gestürzt und sagte, Onkel Lou, bitte gib mir 25 Pfennig oder 30 Pfennig, weil ja 30 Pfennig. Gib mir 30 Pfennig, da steht vor der Tür des Theaters ein armer alter Mann und der schreit so erbärmlich. Siehst du, da merkt man, dass so ein Kind ein gutes Herz hat. Das ist doch wunderbar. Ne? Ich habe ihm sofort 25, 30 Pfennig gegeben. Ich sage, was ruft denn dieser arme alte Mann? Da sagt er, Schokoladeeis, Vanilleeis. Heintje. Du machst uns arbeitslos durch deine Lieder. Heintje, all deine Platten dreht man immer wieder. Uns das Geschäft versauen. Versuche das Schloss doch zu bauen. Dein Stimmbruch nicht furchtbar schnell, ist es Schluss mit Van Burg und Karel. Heintje, du machst Millionen und du bist noch so klein. Heintje, ach, denk an uns, wir möchten so gern deine Manager sein. Unsere Chance. Ich bin sehr gefreut, bei Ihnen zu sein, hier heute Abend in Bremen, in diesem wunderbaren Studio. Ich freue mich auch, dass Sie zu Hause alles zugeschaut haben. Ich möchte mich nicht verabschieden von Ihnen, bevor ich Dank gesagt habe an allen sichtbaren und unsichtbaren Mitarbeitern dieser Show. Bevor ich dann Lou, ist meine Show. Ach ja. Okay. Auf Wiedersehen.